Die New York Times nehmen NBA 2K komplett hops. New York Times, Riesenzeitung, Riesen-Online-Zeitschrift in den USA, Tageszeitung, hat auf das, was NBA 2K vor allem bei MyTeam macht, aufmerksam gemacht. Das ist endlich mal etwas, was außerhalb der Community, außerhalb unserer Zocker-Bubble so besprochen wird. Es ist cool, dass das, was ich euch gleich zeige, in eine breitere Aufmerksamkeit kommt. Wir haben eine Chance, dass sich vielleicht irgendetwas ändert, weil 2K ist ein aktiennotiertes, ein börsennotiertes Unternehmen. Da ist auch ganz wichtig, wie das Image in der Öffentlichkeit ist. Und wenn das, was ihr gleich hören werdet, in einer Zeitung wie der New York Times steht, dann kann das den einen oder anderen Investor auf der einen Seite natürlich ziemlich geil machen, weil man denkt, oh, diese Firma, die kümmert sich richtig gut ums Geld machen. Es kann aber auch Investoren geben, die sich denken, Alter, wenn diese Firma so weitermacht, dann kauft bald keiner mehr deren Spiele. Ich gehe mal lieber raus aus dieser Aktie. Und wenn das viele Leute auf einmal machen, dann geht das Ding runter wie sonst was. Und das will 2K auf jeden Fall verhindern, weil da eine ganze Menge Kohle und bestimmt auch Jobs dranhängen. Deswegen, wir gehen jetzt mal rein in diesen Artikel. Das sind so Slides von den New York Times. Es gibt auch schon Videos auf Englisch dazu, aber das muss auch auf Deutsch besprochen werden. Vor allem bei uns, weil wir das Ganze ja auch sehr genau beobachten. Und deshalb gehen wir jetzt rein in diese Slides. Ich lese euch mal vor, was da steht. The video game NBA 2K24 lets fans play as their favorite basketball stars. It's $70, but there is pressure to spend more. To be competitive online, players are encouraged to buy packs that may contain an elite athlete. They cost up to $50. Das sind die 20er Boxen. Mhm. Microtransactions are pervasive in sports games and are big business for studios which use the same techniques as casinos. Ich finde dieses Wort in Verbindung mit dem, was bei 2K passiert, genau das Richtige für so einen Zeitungsartikel oder für so eine Präsentation. Casinos. In-game sales generate about 80% of revenue for the publisher of NBA 2K and Grand Theft Auto. Think 4.2 Billion, also 4,2 Milliarden Dollar werden gemacht. 80% aller Einnahmen bei diesem Spiel kommen nicht durch die Spielverkäufe, wie man das denken mag. 80% von den ganzen Einnahmen ist VC kaufen. Mikrotransaktionen. Das ist krass, 80%, Jungs. So, und jetzt geht's los mit dem Artikel. When sports games feel like casinos, players rarely win. Der Spieler gewinnt selten. Also, es geht aber nicht nur um NBA 2K, es geht auch um EA Sports FC und Madden, die sind von EA. Ich kann aber schon mal sagen, EA kommt in diesem Artikel viel besser weg, weil EA hat es geschafft, ich nenne es jetzt mal so, EA hat es geschafft, auf Nachfrage von den New York Times eine Antwort zu geben. 2K hat nicht geantwortet. 2K hat einfach die Anfrage ignoriert, abgelehnt, was auch immer. Auch ein ganz schön schlechter Look, wenn ihr mich fragt. Wir gehen mal durch. Der Artikel wurde am 22. veröffentlicht, nochmal am 23. geupdatet und ist von Callum Marsh. Also Big GGs raus an Callum Marsh, wer auch immer er ist. Ich werde ihn mir mal auf Twitter raussuchen und mal gucken, ob man dem Mann folgen sollte. Wir lesen uns mal den Artikel durch. Ich meine, warum nicht? Wenn es was zu sagen gibt, dann kommentiere ich. The price tag on the cover of most sports video games is only the beginning of what players are being asked to pay. So, also das Spiel selber, das ist noch das Mindeste. Die Genre ist teeming with microtransactions, in-game purchases that tantalize those who want to be competitive during online matches in the most popular and robust game modes. Rare cards of the most coveted players are hidden in packs acquired using in-game currency, which can be slowly earned by playing or bought with real-world money. Also, da wird schon drauf angedeutet, wenn du in diesen
My Team oder Ultimate Team Modes mitspielen willst, vor allem online, dann musst du entweder richtig viel Zeit reinstecken oder du musst zahlen. Das sind Fakten, Junge. Das sind einfach Fakten. A soccer fan who wants to build a competitive squad in FC's FC24's Ultimate Team Mode or who simply hopes to have Kylian Mbappé or Lionel Messi as their captain has to either spend a lot of money on card packs or grind out virtual currency over hundreds of hours of gameplay. It is the same story in NBA 2K24, whose My Team Mode requires players to shell out for card packs to build a team with the likes of Kevin Durant or Luka Doncic. Ja. Also, keine Chance auf normalen Wege, du musst 100 Stunden reinpacken. Und ich weiß nicht, wie es bei EA Sports FC ist, aber bei My Team, wir kennen es, die Karten sind oft nicht lange so gut, wie wir sie am Anfang finden. The exhortations to spend can feel like being in a casino. Upon starting NBA 2K24, players are immediately overwhelmed with opportunities to buy new items and limited edition packs. Opening them is designed to be compelling aesthetically. Rather than simply revealing their contents, the packs explode or scatter, accompanied by intricate animations and sound effects meant to dazzle. The game is constantly presenting you with, say, a special LeBron James card, and you can only get him for 1 week. He's only available in such and such a pack, and the chances of you getting him are absolutely astronomical, said Jordan Midler, a critic for Video Games Chronicle. They allow you to not spend money just to say that they can, but it's completely unavoidable. Also hier wird darauf angesprochen, dass diese Packs oft limitiert sind, man will die unbedingt haben, man hat nicht direkt das, was da drin ist, gezeigt, sondern diese ganzen Animationen und die Sounds und so weiter. Das erinnert alles an Casino, das ist, im Casino blinkt es ja auch, das blinkt, man hört Sachen, das ist so dieses, da wird so dieses Spielergehen, dieses Zockergehen, dieses Suchtzentrum, das wird da schon extrem getriggert und ich glaube, das kommt in dem Artikel auch nochmal vor. Virtual Trading Cards are incredibly lucrative for publishers, 2K and Electronic Arts, which uses them in the soccer game FC, former known as FIFA, the NFL game Madden, and the resurrected college football. Take-Two Interactive, the parent company of 2K and Rockstar Games, which makes Grand Theft Auto, said in financial statements that microtransactions made up 79% of its revenue last fiscal year, about 4.2 billion. Denk dran, Billion ist Milliarden, wenn man es übersetzt. NBA 2K23 and NBA 2K24 were among the largest contributors. Over the same time frame, microtransactions accounted for 73% or 5.6 billion of revenue for Electronic Arts. Also auch EA hat 73% bzw. 5,6 Milliarden nur mit Mikrotransaktionen gemacht. Da ist der Kauf von dem Spiel gar nicht mit dabei. Und ja, da wird noch geschrieben, dass sie auch Sims und Apex Legends ausholen. Representative from 2K declined to comment. Also 2K hat abgelehnt zu kommentieren. Electronic Arts said that microtransactions were optional and helped pay for the content updates that audiences now expect regularly. Okay. We no longer just ship discs and walk away from them when they are done, said Kerry Hopkins, the senior vice president for global affairs at Electronic Arts. The expectation for most of our games is for us to keep delivering live and dynamic content and to continually evolve and deliver even more value for our players. Also sie sagen, die Begründung für dieses Bezahlen von Mikrotransaktionen ist quasi, du bezahlst dafür, dass das Spiel aktuell bleibt. Du bezahlst dafür, dass EA Leute dafür einstellt, die sich dann darum kümmern, dass immer jede Woche oder alle 2 Wochen oder wann auch immer quasi neuer Content in das Game kommt. Okay, interessante Begründung. With so much money at stake, companies often prioritize the parts of their game that use microtransactions. That incentive is a significant shift from sports games of the late 1990s and early 2000s, when the emphasis
was on improving gameplay and graphics to produce the most realistic simulations possible. Also früher ging es darum, das, was da in echt passiert, so real wie möglich in die Spiele reinzubringen. Und das war früher auch ein ganz krasser Punkt. Wenn du früher geguckt hast, das Erste, wonach du geguckt hast, wenn du nach Verbesserungen von, ich sag jetzt mal FIFA 3, FIFA 2003 zu FIFA 2004, das Erste, wonach ich geguckt habe, hat sich die Grafik verbessert. Sehen die Spieler jetzt echter aus? Bewegen sich die Haare? Bewegt sich das Tornetz? Bewegen sich die Hosen? Sowas war so wichtig. Ja, das ist nicht mehr so. Titles like NBA 2K1 and Madden 2003 remain among the most acclaimed ever. Now, games in those very same franchises which have no direct competition, es gibt keine Konkurrenz für diese Spiele, because of exclusive or expensive licenses, get middling reviews. NBA 2K24 wants you to open up your wallet and punishes you if you don't. One critic wrote for IGN, calling the games microtransactions heinous. Ja. Ich würde sogar sagen, NBA 2K wants you to open your wallet and punishes you if you don't and if you do. Also du wirst so oder so bestraft. NBA 2K24 features two kinds of in-game currency, VC, virtual currency, and MTP, MT points, both of which can be purchased. For $4.99, a player can buy 21,000 MT points or 15,000 VC. Also das ist auch das, was in dem Trendsetter für die Vorbesteller ist. 15,000 VC werden hier beworben wie Gott weiß was, und das sind eigentlich nur $5. Discounts to encourage bigger purchases can produce 1 million MT points or 700,000 VC for $149.99. If this sounds convoluted, okay, das Wort kenne ich nicht, it is seemingly by design. The OPEC process makes it harder for players to track how much money they are spending. Oh ja, das kann ich bestätigen, ey. Man weiß Mitte des Jahres nicht mehr, was man schon alles ausgegeben hat. Entry-level card packs, which cost the equivalent of about $1, include bench warmers like Dennis Smith Jr., Jordan Wara, and Malachi Flynn. Limited edition packs run as much as $50 and advertise a high chance of including NBA legends like Hakeem Olajuwon or Allen Iverson. An dieser Stelle muss ich reingrätschen und sagen, dass es ein bisschen schlecht beschrieben ist, weil hier wird das Pack, wo Flynn, Wara und Smith Jr. drin sind, da wird von einem Pack und einem Dollar gesprochen, und bei dem Limited Pack von $50 wird auch von einem Pack gesprochen, aber diese $50 sind hier 20 Packs. Also so fair muss man sein. Das ist hier ein bisschen scheiße beschrieben, aber trotzdem ist es eine Frechheit. The game occasionally promotes special offers to buy high-end player cards outright. A highly rated Victor Wembanyama last season's unanimous rookie of the year cost about $20. Microtransactions have been part of video games for at least 2 decades, enabling players to buy real estate in Second Life and horse armor in the Elder Scrolls 4 Oblivion, was auch immer, ist irgendein Spiel, ne? Cosmetic upgrades like weapon skins and character outfits are pervasive in almost all genres. Bankrolling games like League of Legends, Overwatch and Genshin Impact, kenne ich nicht. But sports games go beyond selling jerseys and sneakers. Ja man, jetzt kommt nämlich der große Punkt. Since Ultimate Team, the elaborate fantasy management mode in which players can construct their dream squad by collecting and trading digital sports cards, was introduced in FIFA 09, it has become by far the most popular way of playing games like FC and Madden, supplanting the modes that allow you to play using the complete roster of real-life teams. Mann ey, die Anfangszeit von FIFA Ultimate Team, die war so geil. Shit, da kommt Nostalgie hoch. Other sports franchises have replicated the model, a kind of lottery system based around loot boxes, which have faced challenges in some countries. Belgium banned loot boxes after a case involving FIFA 18, while the highest court in the Netherlands ruled that FIFA's loot boxes were not gambling. Okay. In Belgien gibt es keine FIFA-Packs. Developers are often mindful of the stigma around microtransactions, tweaking levers
and their economies when player complaints grow loud enough. Electronic Arts emphasizes that players are not obligated to spend money to participate in Ultimate Team. Also EA pocht darauf zu sagen, ja, das ist alles freiwillig, ihr müsst das nicht machen, um mitzuspielen. Ja, willst, wenn du mitspielst, willst du aber auch gewinnen. Und wenn du diese Spieler nicht hast, dann ist deine Chance schon viel geringer. It is possible to play entirely with virtual currency that is earned through in-game challenges. Ja, ja, dummes Geschwätz. When players spend $70 on one of our games, we want to make sure that they have a full and complete experience, regardless of their choice to spend further in the game, Hopkins said, adding, spending is always a choice. Ah, Digga, laber keine Scheiße. Natürlich ist es eine Choice, natürlich ist es eine Wahl. Aber wir wissen alle, wie der Mensch funktioniert. Du spielst online gegen jemand anderen, du verlierst, du siehst, ey, der hat Ronaldo, den gab's nur im Pack, was mache ich? Richtig. Critics, however, insist that it is almost impossible to play Ultimate Team without spending on card packs or feeling completely left out. Genau das ist nämlich der Punkt. Du hast das Gefühl, du musst mitkaufen oder du bist am Sack, du bist hinten dran. The online multiplayer mode heavily favors teams stacked with premium talent. Without the kinds of ultra rare cards that unlock these players, standard teams simply cannot be competitive. Come on. IGN's review of FC24 argued that Ultimate Team always feels inherently unfair because people who are willing to spend real money on microtransactions to get packs will have a much better squad in a shorter amount of time. Ja man, genau das gleiche für NBA 2K. Entweder du gibst das Geld aus oder du spielst dein Leben weg. To encourage players to spend money, Electronic Arts and 2K have made the experience of virtual opening packs as appealing as possible. A tiny dopamine rush triggers a desire to buy even more. Jamie Madigan, a psychologist who specializes in video games, said these systems operated on the same principle of random rewards as slot machines. Und hier kommt wirklich der Casino-Punkt rein. Diese Sachen, die in den Videospielen drin sind, wenn es um Packs öffnen geht, die sind wirklich ans Casino angelegt. Ich schreibe noch weiter. The anticipation is more important than the reward itself. Also da wird wirklich schon so ein bisschen der Süchtige angesprochen. Diese Erwartung, die man hat, das ist das höhere Gefühl als das, was man dann am Ende bekommt. Das finde ich nicht, aber vielleicht geht das wirklich manchen Leuten so. There's been research, Madigan said, that show that the exciting part isn't finding out what's in the box, but before you open the box, seeing the little effects pop up, hearing the sounds, watching the opening animations. By embellishing and amplifying these elements, sports games are making the act of buying cards, card packs irresistible, which is of particular concern to groups worried about the well-being of children. Einer der Punkte, den ich schon seit 2 Jahren nenne, was mit den Kindern. Das Spiel ist ohne Altersfreigabe. Und das schreiben sie jetzt auch hier. Madden FC and NBA 2K are all rated E, das ist in Amerika, E for everyone in the United States. Mhm. E for everyone, aber es wird hier gegambelt, Digga. Was, wie geht's weiter? The game is not Lootbox 3000, Madigan said, it's FIFA. They're there to play virtual sports, not to open lootboxes. That's not the advertised experience. Ja, das ist nicht die beworbene Experience, aber das ist die Experience, die man dann hat, wenn man im Modus wirklich drin ist. Die sind schlau, die wissen ganz genau, was sie da sagen. Celia Hodent, the founder of the group Ethical Games, said lootboxes are especially problematic for children because the part of their brain that helps regulate compulsions has not fully matured. It's really hard for kids to refrain from trying to get the thing that they want to get. Odin said, if you have mechanics like these in games for kids, it's clearly unethical. Hopkins, the senior vice president at Electronic Arts, said games like FC were tapping into a long-time tradition of sports collectibles, such as baseball cards or Panini stickers. She added that collecting cards in these games was a more sophisticated system than merely hitting a button to receive a random reward.
It's more than collecting, there's strategy, skill and chemistry to consider when building a successful team, she said, referring to a system of complex player attributes. The large audiences for sports games suggest that many players do enjoy the process of managing their card collections and building a successful team. When the next Madden or NBA 2K is released this year, millions of players will buy the new title, leaving all of their past player cards behind. Und das ist auch so ein Riesenpunkt. Ne? Am 8. September oder wann auch immer das neue 2K dann wieder zu spielen ist, ich glaube am 17., ne, ist alles, was wir in dem letzten Jahr erspielt, gekauft haben, total wertlos, weil jeder nur noch NBA 2K25 spielt. Und das ist so krank, ne? Das ist wirklich krank. Enjoyed NBA 2K24 and want to pick up NBA 25 this fall? You'll be starting from scratch. Also du fängst von vorne an. All of your players are basically made irrelevant because although you can still play the game, everyone moves on to the new one and all your money is gone, Midler said. You could have spent thousands and it's done. So, jetzt haben sie ja noch eine Correction gemacht. An earlier version of this article misspelled the surname of the founder ethical group. Okay. Not Hoden. Die hatten sie Hoden genannt, not Hoden. Oh shit, die Arme. Ja man, dieser Artikel ist sau wichtig. Der liegt nochmal richtig deutlich da, was da so gemacht wird und wo die Gefahren darin bestehen und wo das eigentlich herkommt. Also, dass das Ganze hier wirklich an Casino angelegt ist, das ist uns schon lange klar, aber das ist halt nicht Leuten klar, die diese Spiele nicht kaufen oder sich diese Spiele für ihre Kinder kaufen, aber da nicht drüber gucken. Und deswegen finde ich diesen Artikel extrem wichtig. Wenn ihr da selber nochmal genauer nachlesen wollt, kann ich euch den Link in die Videobeschreibung packen. Also ich habe das Ding ja jetzt 1:1 vorgelesen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich finde es sehr, sehr geil, dass das Ding jetzt in die breitere Öffentlichkeit kommt. Washington Post hat es ja auch schon mal probiert mit Herb Scribner, aber ich weiß nicht, was passiert ist, aber der ist ziemlich leise geworden. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass er eventuell ja, Unterlassungsklage oder sowas bekommen hat von 2K, keine Ahnung. Wobei das bei Journalisten eigentlich ziemlich schwer sein sollte. Ja, Mann, geile Sache. Lasst ein Like da, abonniert, wenn ihr neu seid. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bye, bye.